wie du verhindern kannst, dass deine Anzeigen, Google-Anzeigen von deiner Performance Max-Kampagne in Mobile-Apps geschalten werden, vor allem auch nicht in Games. Wir wissen, wenn wir vielleicht auch ab und zu Handy-Games spielen, dass diese Anzeigen, ja, wenn sie jetzt Business-Anzeigen sind, uns nicht wirklich interessieren, wenn wir in einem Spiel vertieft sind. Und wie du vielleicht weißt, wenn Google eine Performance-Max-Kampagne sieht, dann schaltet Google überall, wo irgendwie möglich, deine Anzeigen, um Geld zu verdienen und vielleicht auch ein bisschen, um Platzierungen zu füllen, die eigentlich niemand buchen würde, bei Sinnen. Okay, also aufpassen mit deinen Statistiken zu deinen Performance Max Kampagnen. Google wird die rausballern überall, unter anderem eben auch in Games. Und es ist nicht so simpel, das dann abzuschalten. Ich bin jetzt hier in meinem Google Ads Account und jetzt, du musst hier oben auf alle Kampagnen gehen, also auf das oberste Level. Du kannst diese Ausschlüsse nur auf Kontoebene machen. Dann musst du dir also überlegen, wenn du jetzt halt wirklich auch Anzeigen in Games schalten willst, dann ein bisschen aufpassen damit. Okay. Übersicht alle Kampagnen. Wir gehen links runter bis Zielgruppen, Keywords und Inhalte. Hier gehen wir auf Inhalt und scrollen ein bisschen runter. Und hier unten haben wir Ausschlüsse und rechts Ausschlüsse bearbeiten. Da drauf gehen und zwar jetzt hier auf Kontoebene für diese Ausschlüsse. Und hier siehst du jetzt Placement-Ausschlüsse und hier kannst du einzelne Kategorien ausschließen, zum Beispiel YouTube-Kanäle ausschließen und so weiter. Aber jetzt geht es um Apps und gehst hier zu App-Kategorien und siehst hier 100, was sind das? 40 App-Kategorien und wie Google halt so ist, gell? Wie Google halt so ist, musst du jetzt hier aufklappen und alle Kategorien von Apps, sowohl im Apple App Store wie auch im Google Play Store, einzeln anklicken, um sie auszuschließen. Okay? Ich habe jetzt bei App Store Business noch drin, bei Google nicht. Da gibt es keine Kategorie direkt jetzt Business. Aber du kannst auch alles anwählen. Die sind dann ausgeschlossen. Es ist nicht ganz sicher, ob dann deine Ads gar nie mehr in Apps erscheinen. Aber sicher zum größten Teil dann nicht mehr. Hier unten speichern. Und gut, bist du jetzt unterwegs. Okay. Hast du gewisse App-Kategorien, die du nicht ausschließen willst? Schreib mir einen Kommentar. Wenn du Fragen hast, Kommentar schreiben, Kanal abonnieren und schau meine anderen Videos, die jetzt eingeblendet werden, die dich interessieren könnten. See you soon. Bye bye. Jetzt irgendwo weiterklicken.